Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und wollten diesen Planeten hier terraformen. Und da würde ich sagen, jo, machen wir direkt mal weiter. Ich nehme es nahtlos im Anschluss auf. Und ja, wir brauchen hier mehr Temperatur. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir den Planeten mal auf T2. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dieser Planet war verdammt gefährlich mit den Vulkanen und so. Und ja, genau. Wir bringen jetzt den T-Score noch ein bisschen weiter in die Mitte, um dann möglicherweise tatsächlich eine zweite Kolonie zu errichten. Allerdings, wie? Warum können wir denn... Hä? Was ist denn hier? Ich dachte, wir können hier... Ach, wir können hier sogar ein bisschen Kohle sammeln, indem wir die Dekoration verkaufen, okay? Verdammt interessant. Ist gut, wir müssen also die Gebäude nochmal neu auswählen. Ja gut, dann macht das. Dann machen wir das. Komm, Sporpedie hier. Wohnhaus. Zack. Nein, nicht bereitstellen. Wohnhaus, bearbeiten. So, fertig, Leute. Mehr brummen wir nicht. Gut, dann die Fabrik. Die Fabrik war ja das gute alte Atomkraftwerk. Und... Hä? Ach so, nee, das war... Ach so, okay. Nee, das war das Unterhaltungsgebäude. Hier kommt das Atomkraftwerk. Genau, Leute, hier Atomkraftwerk. Zack. Genau. Mit den Rußrülpsern da oben drauf. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir das mal hier in Angriff. Yay, Leute. Nee, mach mal hier Unterhaltungsgebäude hin. So, Leute. Und am besten noch ein bisschen mehr Kohle. Beziehungsweise Gewürz. Unterhaltungsgebäude. Terrascore zu niedrig. Alles klar, aber die produzieren. Sehr, sehr gut. Was ist das denn hier? Finanzspritze. Ach, sofort übernehmen. Muss auf einer... Das Pro... Oh, schaut mal. Und die bauen hier Panzer. Schaut euch mal das mal an hier. Warum baut ihr hier Panzer, verdammt? Alles klar, dann würde ich mal sagen, machen wir mal... Oh, schaut mal hier. Die Oberfläche wird bunt. Sehr, sehr gut. Kleine Pflanze, bitte. So. Mittlere Pflanze. So. Des Quabertreiches. Okay. Ich komme gleich, Leute. Gut. Wir haben es stabilisiert. Zwei Pflanzenfresser. Noch kurz absetzen. So, ihr fühlt euch wohl hier, ne? Vögelchen. Und wir brauchen nur noch einen Fleischfresser. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was das Quabertreich uns mitteilen möchte. Ah, hier, kaufen. Okay. Wie funktioniert denn das jetzt hier mit dem Dings? Hier, die ist doch so eine Finanzspritze. Muss auf Planet sein. Okay. Finanzspritze. Hallo. Ist das jetzt unsere? Wir brauchen deine sofortige Hilfe. Nee. Reicht das? Sei froh, dass du als Provokation werden. Ach, verdammt. Nee, das... Hä? Was hat denn das dann für einen Sinn? Hä? Sofort übernehmen. Hä? Was ist... Hä? Was ist los? Was ist los hier? Ah, hier tobt ein Krieg. Ach so. Aber nee, ich will hier raus, Leute. Das Flixelreich, ja, lass die angreifen, das ist, ja. So, hier kam ein Signal rein. Unser Feind, das Lilloreich. Das Lilloreich, welche sind denn das? Waren das nicht die... Moment. Das Lilloreich. Was waren nochmal das Lilloreich, Leute? Das Lilloreich? Ah, nimm dir erstmal hier den...
Ach, das ist mein Verbündeter sogar, ne? Ja, ja. Nee, da halte ich mich raus, Leute. Ich will hier keinen Krieg anzetteln. Bäh. Oh. Oh. Das Planetenformwerkzeug ist weggeflogen. Wie geil. So, ach Mensch. Lass mich doch jetzt das Formwerkzeug hier mitnehmen. Mensch, nochmal. Ja, tut mir leid, ich halte mich aus euren Konflikten raus. Das ist einfach... Nee. Ich will keinen Krieg anzetteln. Noch nicht, Leute. Ich brauche erstmal bessere Waffen. So, gut. Alles klar. Dann sammeln wir die Gewürze. Oh, sehr geil. 9 lilanes Gewürz, ey. Meine Güte. So, Heimatplanet. Hi. Ich bin auch mal wieder da, ne? Gut, dann brauche ich hier... Ich brauche hier noch ein paar Pflanzenfresser von euch. Die Momos, die haben wir schon. Genau. Die Momos, die haben wir schon. Ich brauche noch einen Pflanzenfresser für unseren neuen Planeten, Leute. Ja, die sind so schwer zu finden immer, ne? Das ist... Ja, das ist... Nicht einfach. Ah, hier. Stopp, 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 stopp. Da hinten. Da hinten die. Alles klar, Leute. Gut. Dann mach am besten nochmal direkt einen Pflanzenfresser hinterher. Noch ein paar Bäume hier. Ah, ich bin voll. Ich verstehe schon. Okay, gut. Dann Allesfresser. Allesfresser. Hm. Die Momos, die brauche ich ja jetzt nicht mehr, ne? Gut, dann lass die mal ab. Oder was? Sorgin. Ist das ein Sorgin? Ne, das ist ein Momo, ne? Ja, kommt, ist jetzt erstmal egal. jo, alles klar, dann würde ich mal sagen... Oh, hier gibt es 3 Planeten mit, grüner Umlaufbahn, krass. Gut. Oh, was ist mit dir los? So, du bietest 17.000 für gelbes Gewürz. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Und das Blaue auch für 9.000. Sehr, sehr gut. Oh, Goldesel 2. Wir haben 1 Million und wir haben einen neuen Rang. Leute, sehr, sehr gut. Wir haben einen neuen Rang. Glückwunsch, du wurdest befördert und trägst nun den Titel Berühmtheit. Ist verdammt cool, ja. Gut, dann gehen wir mal diesen Planeten hier weiter an. So, Leute. Wir haben pinkes Gewürz. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen... genau das Ding hier, ne? Den Allesfresser hier, genau. Setz den mal ab. Kannst du verbesserte Kolonien errichten. Perfekt. Leute, wir können eine zweite Kolonie bauen. Würde ich sagen, packe ich die am besten einfach mal hier zwischen. So. Zack. Sehr, sehr gut. Und wir können neue... Moment, das will ich sehen hier. Und? Und? Baba. Sehr gut. Wir können bessere Gebäude bauen. Tatsächlich. Moment. Hä? Hallo? Wo ist denn hier der Stadtbutton? Hä? Ach, verdammt. Die Maus hier. So, genau, Leute. Können wir hier mal ein bisschen ausbauen, tatsächlich. Jo. Machen wir noch ein bisschen mehr Ertrag hier. Gut. Ist noch eine Fabrik. Und noch eine Fabrik. Ja, lass die ruhig mal ein bisschen mehr produzieren hier. Das ist äußerst wertvoll, was wir hier haben. So, dann haben wir hier jetzt unsere neue Stadt, Leute. So, mach erstmal ein Hotel. Und dann am besten eine Fabrik, genau. Dann am besten nochmal ein Hotel hier. Ein Wohnhaus. Und dann noch eine Fabrik. Ein Wohnhaus. Noch eine Fabrik. Und, ja. Passt das doch soweit erstmal. So. Alles klar. Eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. ja, meine Frau war ganz kurz da, deshalb, ja. So, was haben wir denn hier noch? Wir können noch eine Fabrik bauen. Und dann ist das schon vollständig, ne? So, zack. Mach mal weg hier. Zack. Kolonist 3 Plakette. So, wir haben... Nur eine Bombe. Megapuls. Schild.
Mega-Autoblaster, Antimaterie-Rakete. Wir haben jetzt die Waffen, Leute, die wir kaufen wollten. Ja, um mal ein bisschen Krieg zu führen, tatsächlich. Habe ich auch vor in naher Zukunft. Wir wollen uns mal ein bisschen, wir wollen mal ein bisschen expandieren hier. Deshalb, ja. Wie viel nehmt ihr denn für pinkes Gewürz, Leute? 12.000. Ja, komm, mach es. 12.000 ist in Ordnung für pinkes Gewürz. Gut, was kosten denn die Sachen? Minibombe? Das haben die noch nicht mal, ne? Interstellarantrieb 4. Einen Interstellarantrieb gibt's noch. Megageschütz. Kolonist 4 oder Megakriegstreiber 3? Schild? Ah, hier, Leute, Wurmlochschlüssel. Das ist eine Sache, wir konnten ja bis jetzt nicht durch Wurmlöcher fliegen. Weil wir den Schlüssel dazu nicht hatten. Genau, wir brauchen ein spezielles Tool, die Wurmlöcher. Deshalb, ja. Allerdings haben die hier Minibombe. Die haben. Ah, schaut mal da. Boah, sind die teuer bei euch. Gewürzlager. Leute, auf einem Planeten platzieren, um dort die maximale Gewürzlagermenge zu erhöhen. Das habe ich auch vor. Allerdings will ich erstmal hier nochmal ein paar Gewürze einsammeln, kurz. Die sind nämlich schon wieder voll hier. Mensch, Mensch, Mensch. 12 pinkes Gewürz. Oh mein Gott, ich werde so reich. Wirklich. Können wir bei euch hier das Ganze teuer verkaufen? Wie sieht's aus? Deine gescheite... Hä? Warum? Naja, gut, Leute. Hallo. Oh ja, 38.000. Sehr, sehr gut. Wir können es teuer verkaufen. Sau gut, Kaufmann 3 Plakette. Sehr schön. Und dann am besten noch hier die direkt hinterher. 8.000, zack. Weg damit. Oh, Gewürzlager. Hä? Aber das hatte ich doch schon. Zufriedenheitsverstärker. Große Gesundheit. Naja, gut. Leute. Ist klar, geh nochmal zurück auf den... Nee, das ist nicht mein Heimatplanet. Ne, das hier ist mein Heimatplanet, genau. ja, was wollte ich mir denn jetzt als nächstes nochmal kaufen? Was war das denn? Schild? Nee, Schild ist nix. Was wollte ich mir denn kaufen? Antimaterie-Rakete? Laser? Eroberer 2 oder Öko-Held 1? Protonenrakete tatsächlich, okay. Vulkan. Ach, wir können hier sogar so ein paar Kombi-Gebäude bauen, aber... Hm. Mysteriöse Frage. Wir haben ja hier noch so ein paar Sachen im Lager, ne? Für die... Oh, schon 4 Stück. Meine Güte. So, Leute. Sammeln noch mal ein. Handelsroute. Oh, sehr schön, Leute. Wir haben so viele verschiedene Gewürze. Das ist einfach mega. Was wollte ich mir denn jetzt kaufen? Sorry, Leute. Ich bin gerade ein bisschen, bisschen überfragt, was wir hier machen wollen. Aber ich glaube, wir wollten diesen Planeten hier weiter auf T3 bringen. Ne? Oder wie war das? Genau, dazu brauchen wir eigentlich nur ein Temperaturdings. Okay, dazu muss ich aber zu meinen Verbündeten, weil das... Weil meine Heimatrasse ist halt ein Halsabschneider, deshalb probieren wir es einfach mal hier. So. Habt ihr einen... Moment, mache ich gleich. Ökokatastrophe. Habt ihr... Gewürzlager tatsächlich. Seht ihr das? Die sind günstiger. Aber... 17.000 erstmal verkaufen, hier klar. Aber die haben... Asteroidenruf-Button. Schleudert einer... Erhöhen zum Senken. Button. Was ist denn das mit dem Button hier? Kauft das einfach mal. Oh, Atmosphäre senken. Ja, das war jetzt blöd. Egal. War plus minus null. CR2. Mach ich, Leute. Ökokatastrophe verhindern. Mach ich. Direkt. Das Lelo-Reich. Gut. Dann mache ich das schnell.
Mensch, ihr könnt auch nicht selber auf eure Planeten aufpassen, ne? So, zack, zack. Ey, komm schon. Mach den kaputt da los. Da liegt aber noch einer rum. Hier, hallo. Naja gut, der ist schon kaputt. Da ist eine, da ist eine. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, Leute. Suchen wir mal kurz die nächsten hier. Toll. Toll, voll im Stein drinne hier, ne? Da. Oh, Leute, wie viele muss ich denn von euch noch kaputt machen? So, wir haben die Öko-Held 1-Plakette. Einen Laser haben wir gekriegt. Sehr, sehr gut. Bitteschön, immer gerne. Boah, 200, Leute, richtig gut. Gib mir mal ein Schiff. Und wir haben jetzt den großen Laser, Leute, tatsächlich. Ah, Moment. Kann ich hier bei euch was Großgutes kaufen, da eigentlich? Kann ich, sehr gut. Meteoritenhagel. Kaufen. Zack. So. Okay, Meteoritenhagel. Das hier brauche ich nicht. Das ist nämlich die falsche Richtung. Und haben wir denn genug im Frachtraum? Ne, wir haben nur eine kleine Pflanze. Das ist nicht so doll. Gut. Sammeln nochmal Gewürz ein. Die sind bestimmt schon wieder voll. Ja, sind sie tatsächlich. Oh Mann, Leute. Oh, wir haben so viel Gewürz, ne? Das ist so heftig. So gut, wirklich. Gut, Leute. Kolonisiere 3 weitere Sternsysteme. Ich brauche erstmal Pflanzen hier. Verdammt nochmal. Der Baum. Nee, Moment. So. Ah, der Frachtraum ist voll. Ja, okay, ich verstehe. Dann mach die mal weg. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier ein bisschen mörderisch bin, aber... So. So. Dann machen wir die ganzen Pflanzen hier weg. So. So. Ich brauche eine Reihe Pflanzen, Leute. Wir haben hier noch eine mittlere Pflanze. Gibt's hier schon. Ja, okay. So, der Kollaps des Ökosystems wurde verhindert. Gut, dann nehme ich mir jetzt mal hier eine kleine. Einen Baum. Nee, noch einen Baum brauche ich eher nicht. Ich brauche noch eine mittlere Pflanze da. So. Und am besten... Nee, erstmal stabilisieren, ne? Kleine, mittlere, große. Okay. Gut, Leute, dann gucke ich da nochmal kurz vorbei. Bei meinem neuen pinken Gewürzplaneten tatsächlich. Dann haben wir eigentlich alles an Gewürz schon zusammen, was wir brauchen, ne? 7... So, die haben schon den Baum. Das ist blöd. Da muss ich nochmal kurz zurück. Es tut mir leid. Dann muss ich nochmal kurz zurück. Ich hole mir jetzt mal den Baum hierher. So, los. Oh, wir haben schön viel Gewürz, Leute. Das ist so gut. Wirklich. Ja gut, dann gebt mir mal eure Bäume hier los. So. So, hui. Was ist das denn alles? Heuiuiui. Die wollen jetzt alle mit uns reden? Warum wollen die mit uns reden? Hallo? Ach, die Handelsrouten. Oder was? Nee, was ist hier? Das Quabadreich. Nein, 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 nein. Ich will keinen Krieg. Das Lilo-Reich. Nein, Leute, lasst es. Wir brauchen eine sofortige Hilfe. Was? Das Lixel. Och, Leute. Hört doch mal auf. Das Lilo-Reich. Das Quabadreich. Hört doch mal auf, so viel Krieg zu betreiben. Wirklich. Ich möchte mich doch ganz in Ruhe mal hier ausbreiten. Mensch, Mensch, Mensch. So, haben wir denn jetzt hier... Ja, wir haben's. Sehr, sehr gut. Wir können das stabilisieren tatsächlich. So, gut. Dann würde ich mal sagen... Temperatur, bitte. So. Lass den Punkt sich mal in die Mitte bewegen. Und... Wie sieht's hier aus? Wir brauchen mehr Temperatur tatsächlich. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Wir brauchen mehr Temperatur. Ah, das ist so gut gerade, ne? Wir kriegen gerade einen richtig guten, wertvollen Planeten hier. Mit dem pinken Gewürz. So. Hier ist ja unsere Stadt schon, ne? Unsere zweite. Und... Ja,
dann warte ich jetzt noch, bis der Punkt eventuell, hoffe ich, doch mal in die Mitte geht noch. Boah, schaut mal hier, es wird immer lebenswerter. Ihr habt ja beim letzten Mal schon gesehen, ne? Hier waren überall Vulkane und alles. Das war so gefährlich. Gewitterwolken und alles. Und jetzt ist das hier eine kleine Oase geworden. Nein, nicht wieder zurück. Ach, verdammt. Ich brauche noch einen. Okay, gut, ich brauche noch einen Asteroiden-Sturm. Sammel noch. Nimm noch eben kurz das Gewürz mit 28. Gut, Leute. Ich muss mich wieder aufladen. Ja, das ist... Gut, aber ich hoffe mal, dass ihr mein Gewürz teuer abkauft. Ui, 16.000. Die auf jeden Fall schon mal. Sehr, sehr gut. Das hier auch für 3.000. Sehr gut. Gut. Aber sonst habt ihr nicht viel für mich. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Gut, was habt ihr? Guss. Ja gut, Guss könnte... Leibwächter 1. Du hast zwei Freunde verteidigt. Protonenrakete. Okay. Krass. Was könnt ihr mir bieten hier? Hallo. 17.000. Ja gut, komm. 17.000 ist gut. Schaut euch das mal an. Oh, wir sind so reich. Aber habt ihr nicht Terraforming-Werkzeuge? Asteroidenruf. Nee, 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 das will ich nicht. Nee, nee, hör auf. Gut. Energie. Wir brauchen wieder Energie, Leute. Ja. Kann ich bei euch pinkes Gewürz verkaufen? Hallo, Heimatplanet. Ja, 17.000. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber fürs Pinke kriege ich mehr. Da kriege ich mehr für, Leute. Fürs Pinke. Das sind Hals... Ah, grünes Gewürz. Stimmt, wir brauchen noch grünes Gewürz. Tatsächlich. Hallo. Ah, 700. Nee, ey, Leute. Das muss doch nicht sein. So, wo habt ihr denn euren Heimatplaneten? Hier, genau. Hier habt ihr euren Heimatplaneten. Mal gucken, ob der pinkes Gewürz kauft. Nee. Aber hier das. Ja. Und die haben Militärsachen. Schaut mal, Protonenrakete. Feuert eine zielsuchende Rakete ab. Was ist der Unterschied zu Antimaterie-Rakete? Nö. Nö, Leute. Hier. Vielleicht hier. Vielleicht können wir hier billig kaufen und teuer hier pinkes Gewürz verkaufen. Hallo, du lachst uns wieder aus, ne? Ach, Mensch. Gewürzlager 250. Laser. Gegen Ziel am Boden einsetzen. Eine mittelstarke. Nee, ich würde schon ganz gerne mit großen Geschützen aufwarten. So, haben wir denn hier noch... Moment, ich kann doch mal bei denen hier vorbeischauen. Bei denen war ich lange nicht mehr hier. Bei dem, Hullreich, genau. Bei denen war ich lange nicht mehr. So, hallo. Oh, 445.000. Oh, 3 Millionen. Geil. Geil, Leute, wir haben 3 Millionen. Goldesel 3. Sau gut. Wirklich, sau gut. Dann könnten wir jetzt theoretisch einen Planeten kaufen, aber ich glaube... Moment, wo waren die denn, die billige Asteroiden-Ruf-Buttons haben hier? Wart das ihr, Lilloreich? Hi. Tatsächlich, ihr wart es, ne? Meteoritenhagel, genau, so... Boah, wir haben 3 Millionen Spore-Dollar. Meine Güte. Ganz schön heftig. Gut, dann hier wird fleißig Handel betrieben. So. Sehr, sehr gut. Einmal kurz einsammeln. Und hier mal kurz drauf. Einmal kurz... nee, gar nicht wahr. Stopp, das war falsch. Hier war es, genau. Hier müssen wir nochmal kurz drauf und jetzt mal hier diesen Planeten nochmal ein bisschen terraformen. Wir brauchen mehr Temperatur. Wir brauchen verdammt nochmal mehr Temperatur hier. So. Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass der jetzt bitte in die Mitte geht. So muss das sein, oder? Oh, jawohl. Jawohl, Leute, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Sehr, sehr gut. Alles klar.
Telefon. So. Ja, der Punkt ist gleich in der Mitte. Sehr, sehr schön. Und dann können wir... Und dann können wir gleich, hoffe ich mal... Geh bitte in die Mitte. Ach Mensch, der Punkt geht wieder nicht in die Mitte, ne? Das ist so blöd. Gut, dann wisst ihr was, dann kaufe ich mir halt einen überteuerten hier. Einmal geht's, komm. Meteoritenhagel, 150. Ah, Moment, wir können erstmal das hier verkaufen. So, Meteoritenhagel, wo ist der Meteoritenhagel? Asteroidenruf. Ne, ne. Meteoritenhagel, 150, ja, komm. Alles können zwei Plakette. Wir kriegen immer mehr Plaketten, Leute. So gut. So, wir brauchen ganz dringend mehr Temperatur. Hier merkt man jetzt, dass der Planet eine blaue Oberfläche hatte. Beziehungsweise eine blaue Umlaufbahn. So, jetzt muss es aber reichen. Oder? Jetzt muss es reichen. Oh, sehr gut. Terraformer, zwei Plakette. Oh, geil. Schaut mal. Gelände heben. Wolkenanhäufer. Gelände senken. Wolkensauger. Oh, wir steigen wieder auf. Oh, wie geil. Wie geil. Geil, geil, geil. Glückwunsch, du hast den Titel Größter verdient. Diese Beförderung bedeutet, dass du nur eine größere Bündnisflotte befehligen darfst. Drei Schiffe. Sehr, sehr gut. Dann kleine, mittlere, große. Schnell stabilisieren den Kack. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns gleich nochmal drei Pflanzen. Ach, drei Pflanzen meine ich schon. Drei Tierchen. Und dann können wir auch schon T3, ja, befestigen, sagen wir es mal so. Also stabilisieren quasi, ne? So, die kriegen weiter Gewürz. Oh, das ist so geil, Leute. Wir haben so viel exotisches Gewürz hier. Sehr, sehr gut. Okay, wir brauchen Tiere. Wir brauchen... Ach, schaut mal. Die habe ich noch nicht mal gescannt. Dann habe ich die also definitiv noch nicht. Alles klar, hier, ihr. Du da. Hallo. So, diese Spezies gibt es hier bereits. Sorgin, ne, die haben wir da schon. Moment. Die Sorgins, die haben wir da schon. Pack den mal raus. Ja, es ist brutal, ich weiß, aber... Die Sorgins, die haben wir schon, Leute. Aber wo? Aber die meinen doch nicht die Sorgins. Moment. Ach, da hinten. Nein, 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 keine Sorgins. Das da. Genau, ein Glurk. Okay, sehr interessant. Sehr, sehr cool. Okay, Pflanzenfresser. Wo haben wir hier die Pflanzenfresser? Hier sind Pflanzenfresser, Leute. Die da? Nein, 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 nein. Ach, das wollte ich nicht. Verdammt, es tut mir leid. Was ist das noch für einer? Ah, genau, hier so ein Hörnchen hier. Sehr, sehr cool. Gut, wir haben Pflanzenfresser, Pflanzenfresser, Allesfresser. Sehr, sehr gut. Das passt doch schon. Und ist klar. Ach, dann ist die Folge auch gleich schon wieder vorbei. Meine Güte, es geht so schnell. Aber wir sind wirklich kurz vorm Ende schon. Das ist so heftig. Gut. Noch kurz hier abladen, den ganzen Klabatsch. Ach nein, den haben wir hier schon, den Allesfresser. Kurze Pause. So, da bin ich wieder. ja, die kaufen uns gar nichts ab hier. Die haben schon den Allesfresser. Das ist doof, Leute. Gut, dann hole ich mir jetzt hier nochmal kurz einen anderen Allesfresser. Sehr schnell noch eben kurz. Damit wir in der nächsten Folge direkt hier... Moment. Was ist denn das hier für eine Fleischfresser? So. Wo ist denn der? Da. So. Ja, das ist jetzt hier meine Uhr, aber das ist erstmal egal. Ich würde ganz gerne noch den Fleischfresser hier mitnehmen, bevor ich die Folge beende. Hier. Seid ihr das? Fleischfresser tatsächlich. Okay, Leute. Sehr, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, Leute. Jo, wenn euch die Folge gefallen hat hier, lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und beim nächsten Mal machen wir dann... Nein, 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 nein. Abbrechen. Speichern. So. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter und bringen den Planeten auf T3. Alles klar, dann würde ich sagen, ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.